Hallo ihr Lieben. So. Ich habe durch einen Zuschauer habe ich den Hinweis bekommen, dass er sich mehr Videos mit den Kaffeesätzen wünscht. Ja. Mein Kanal ist nach wie vor Kaffeesatz. Ich werde auch immer Kaffeesätze lesen. Ich werde aber auch Prophezeiungskarten genau auch legen. Ne? Ja. Wem das Spaß macht, ne, kann sich beides anschauen oder auch nur eine Geschichte. Ne. Also ist euch überlassen, ja. Ich bin auf jeden Fall bei beiden unterwegs, das für jeden Geschmack, was da ist. Und ja, Hauptsache, ihr fühlt euch wohl, ja. So, ihr Lieben, wir fangen an, ja. Ich fange mit dem Steinbock an. Das ist für den Monat September. Und dann folgen weitere Lesungen. So, was dein Schicksal ist, so soll es sich im Kaffeesatz widerspiegeln. So, lieber Steinbock, ja? Lass mich erstmal so einen Rundumblick. Ihr könnt auch was sehen. Also, Fülle, lieber Steinbock, ist was Erstrebenswertes, ja. Solange es nicht zu viel des Guten ist, ja. Also, das gilt für Nahrung oder auch hier beim Job, ne. Man muss immer nicht alles ausschöpfen, ne. Klar, man versucht da optimiert an die Sache ranzugehen, ne. Aber man muss da nicht alles irgendwie in die Vollen gehen, ne. Also, du sollst dir was etwas gönnen, ne? Aber bitte maßvoller sein, ja, in dem, was du machst. Das könnte Sport sein, das könnte vielleicht auch mal, wenn du Lust hast, mit deinen Freunden, Freundinnen da auszugehen. Auch bei dem Getränk. Es muss ja nicht bis ja, nachts um 5 Uhr und dann noch ein Fass Bier. Ne? Also das Bier als Fass. Es gibt ja auch Fass Bier, glaube ich, so als Marke. Ne? Also maßvoller sein, ja. In dem, was du tust, auf jeden Fall maßvoller sein, ja. Genau. Davon hast du deutlich mehr. Du fühlst dich eigentlich wohl und geborgen, ja, wenn die Situation um dich herum überschaubar ist, ja. Falls halt Menschen in deiner Umgebung, ja, oder ja in der Umwelt, sage ich mal, ne, unberechenbar oder überraschend reagieren, ja. Das irritiert dich auch, ja. Damit kommst du nicht besonders sehr gut. Ich bin ja selbst Steinbock, ne. Damit habe ich selber ein Problem. So. Also, wir Steinböcke brauchen immer eine Aufgabe, ne. Dass wir mit Fleiß und Zuverlässigkeit und auch mit ja, realitätsbewusstem Sinn da, ne, meistern können. Also unser Charakterzug, ne, weiß sich besonders, ne, also ist besonders ausgeprägt, ja. Also an unserem Verhalten kann man uns wirklich sehr gut ja, berechnen. Ja. Also unser Charakterzug ist wie so ein Sonnenstrahl durch die Wolken. Ja. Man erkennt sofort hier, das ist der Steinbock. Das sind wir. So. Also, wenn wir unseren Mitmenschen ja, lächeln entgegen, wir ernten wir auch immer meistens Wohlwollen. Ja, das ist das Schöne. Wir sind eigentlich von Natur aus frohe Naturen. Ne? Nur die Umgebung macht uns halt meistens zu schaffen. So, ja. Genieße diesen Monat September, lieber Steinbock, ja. Es wird in unserem Sinne sein. Alles Liebe. Und ich verlinke jetzt dazu, ich mache noch ein weiteres Video. Video für die Liebe, ja. Da kannst du gerne in der Infobox anklicken. Ich glaube, das ist dann hier, ne? Naja, ihr werdet es schon finden. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, lieber Steinbock.